Liebe Busfreunde, die Bustouristik Scherzer besucht jetzt Benediktinerstift Göttweig. Wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre. Jetzt frage ich erstmal, wo ist denn der Pater Pius? Ja, der Pater Pius, der begleitet mich Jahr für Jahr hier zum RDA. Heuer leider nicht. RDA musste ja verschoben werden. Und es finden jetzt zeitgleich im Stift Göttweig die Konventexerzitien statt. Das heißt, alle 39 Mönche sind jetzt derzeit im Stift Göttweig, um Exerzitien zu halten. Sagen Sie ihm auf alle Fälle mal schöne Grüße das von mir. Wenn wir uns demnächst. Es ist sehr traurig, dass er nicht dabei ist, aber. Ja. Vielleicht schaffen wir das nächste Mal den Umweg wieder über den Tegernsee. So machen wir es. Ich habe gerade gesehen, ihr habt was Neues am Stand. Was gibt es denn Neues bei euch jetzt? Ja, also ganz neu ist in der Wachau. Wir haben bisher schon unser Gästehaus gehabt, aber waren von der Zimmerkapazität ein bisschen beschränkt. Wir haben jetzt 10 zusätzliche Zimmer dazu adaptiert. Das heißt, wir haben jetzt in Summe 35 Zimmer. Mhm. Zusätzlich dann aber auch noch unser Apartment. Ja, mhm. Also wir haben jetzt von der Zimmeranzahl her den Umfang erweitert. Mhm. Und ganz wichtig natürlich auch das Bettenangebot. Wir halten jetzt in Summe bei 76 Betten, die wir im Gästehaus zur Verfügung stellen können. Ja, 76 Betten ist ja eine beliebte Busgröße. Ja, genau. Ich wünsche euch jetzt viel Erfolg am RDA. Danke. Und schön, dass ihr auch da seid. Ja. RDA ist so ein kleines Lichtzeichen zu zeigen, den Bustourismus gibt es noch und es geht wieder aufwärts. Für uns auch wichtig, ja, dabei zu sein. Und dass ihr mit so einer Neuheit da seid, ja, finden wir super. Schöne Dankeschön. Grüße. Danke, vielmals. Gut, gell? Für euch. Tschüss. Ja,